konnte mal so ein bisschen was anschauen und wir fühlen uns ja sehr wohl. Die Leute sind sehr freundlich und machen alles Mögliche, was irgendwie machbar ist und was wir für Wünsche haben und sind ja gut aufgenommen worden und ja. マークス・ホーセンってのはね、本当にカヌー界のレジェンドですけど、まあ、すごい人。ここに見に来るだけでもいい授業じゃないですかね。実は体験できる。2年でな、金メダリストやメイドを見上げて。賞を上げて、歓迎ムードでしたので、非常に喜んでいただいております。逆にその選手をちょっと見に来ましたというお客さんもいらっしゃるので。そうですね、あまり風がないんですよね。風があってもあの前か後ろかなので、まあ、横波があまりないし、非常に漕ぎやすい場所ですね。あと流れも普段はほとんどないので、朝とかは本当に鏡面みたいな空とあそこが一体になるような形で漕げるようなところなので、スプリントの練習するには本当にいい場所だと思います。Nein, es ist schon total schön, weil in Deutschland haben wir das gar nicht. Meistens ist links und rechts alles voll gebaut. Und es ist schon schön hier. Es ist total schön, also...Man schwebt so richtig im Wald, sag ich jetzt mal, weil man wirklich links und rechts grün hat. Und es macht Spaß und dafür haben wir das gemacht und ich denke, das ist das, was man noch zurückgeben muss. Ach, es war natürlich total schön und es ist immer ganz schön, wenn irgendwie die kleinen Kids dann dazukommen und einen so, sag ich mal, so ein bisschen bewundern und wenn man ihnen eigentlich eine Freude machen kann. わかるを知ってもらうというか、まあ、中町の自然を体験していただくような企画とかしていけたらいいかなと思って、その中でまあドイツとこんなやってるんだよとか、ちょっとずつ場が広がっていけばいいかなと思って。Natürlich ist das Ziel eines Sportlers immer mit einer Medaille nach Hause zu kommen und ich denke, das ist auch mein Ziel und hoffentlich auch mal mit einer Goldmedaille dann nach Hause zu kommen.Das ist das, wofür wir trainieren und da freuen wir uns drauf und geben alles, aber was draus wird, sehen wir dann.